Normalerweise berichten wir ja immer von den Trends in und um Nürnberg, aber im Moment sind ja für die Spielwarenmesse ganz viele Gäste bei uns. Und deshalb drehen wir den Spieß jetzt einfach mal um und fragen, was in anderen Ländern und Städten gerade in ist. Also es ist so, dass viele Leute in Restaurants gehen, wo der Koch am Tisch direkt vor einem kocht. Das heißt, die Tische sehen so aus wie große Küchplatten. Der zaubert im Endeffekt vor ihnen hin. Also ich weiß, wir waren nur in einem Honeymoon zusammen dort beim Essen, dass der mit Reis dann so ein Herz machen kann und dann ganz viel mit Show macht. Just to wear a short skirt and long boots, this kind of boots. Korean girls really like this. Die Modetrend zum Beispiel bei uns ist, was gibt's von Benetton, alles Mögliches. Für mich gibt es keine Trends. Ich bevorzuge das, was ich am liebsten mag. Das ist gutbürgerliche Küche. Das ist einmal ein Chinese, das ist einmal ein Italiener, das ist die ausländische Küche, das ist einmal eine gute Weinstube, wo man ein Glas Wein trinken kann. Wussten Sie, dass die Redewendung »Lasst Blumen sprechen« aufs Mittelalter zurückgeführt wird? Denn auch in der dunklen Zeit hielt man es nämlich zu Hofe hoch mit der Etikette. Und weil man dort keine Vertraulichkeiten direkt austauschen durfte, sprach man es eben mit Flora, also durch die Blume. Das Minenfeld für Männer schlechthin reicht also schon weit in die Menschheitsgeschichte zurück. Damit das 2011 am Valentinstag besser wird und der Himmel zwischen Mann und Frau da nicht voller kaputter Geigen hängt, hier die Tipps von der Blumenexpertin. Worauf muss ich denn jetzt als Schenkender achten? Also es werden ja häufig Fehler gemacht. Was muss man da beachten? Also man sollte darauf achten, wenn man Blumen verschenkt, im Allgemeinen mag derjenige gerne große Sträuße, kleine Sträuße. Da sollte man ein bisschen drauf Rücksicht nehmen, sich ein bisschen drauf einlassen. Da kann man dann auch zum Beispiel als kleines Geschenk eine kleine Keramikgefäß mit einer Rose drin, kann man auch mal schön auf den Tisch stellen. Ist auch eine nette Geste. Was geht und was geht gar nicht? Also was immer sehr schön ist, sind auch zum Beispiel roséfarbene, das ist was Liebliches, was Sanftes. Rot steht für Liebe und für Zuneigung. Weiß nimmt man oft als Totenblume, ist aber auch als Hochzeitsblume. Also da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Gelb kann man zwar auch schenken, weil es an sich eine schöne frische Farbe ist, aber man sollte einfach vorsichtig sein, weil Gelb Eifersucht bedeutet und es vielleicht auch in den falschen Hals geraten kann. Welches sind denn jetzt die häufigsten Fehler, die verzweifelte Männer vom Valentinstag machen? Also das Schlimmste ist eigentlich, die Männer, die kommen und sagen, sie hätten gern einen schönen Strauß und dann möchten sie gern Nelken schenken. Nelken haben leider einen schlechten Ruf, die werden gerne auf dem Friedhof, weil sie eben schön lang halten, geschenkt. Wobei man die Nelken natürlich auch im gemischten Strauß schon präsentieren kann, weil sie eine sehr schöne Blume ist. Welche generellen Tipps haben Sie denn jetzt für verzweifelte Männer, die ihrer Liebsten einen Valentinstrauß schenken möchten und vielleicht diesmal keine roten Rosen schenken möchten? Also man sollte schauen, dass man eben Blumen nimmt, die von der Haltbarkeit und von der Art her gut zusammenpassen. Zum Beispiel bei einem Frühlingsstrauß, dass man Tulpen, dass man Anemonen, dass man Narzissen zusammennimmt einfach. Oder dass man, wenn man eine Gerbera gerne schenken möchte, die als Strauß gebunden, weil die einfach besser halten zusammen. Spielen kommt wieder in Mode, man lädt sich zu Hause gern ein paar nette Leute ein und spielt was. Sie sollen bloß nicht zu kompliziert sein und vielleicht auch nicht zu groß zum Herumschleppen. Da sind Kartenspiele optimal, die kommen mit wenig Regeln aus und die Packung ist auch sehr klein und kompakt. So zwei Tipps, das eine, das heißt Wizard, das ist ein Stichspiel, das kann jeder, der ein bisschen 66 kann oder es schon mal Skat gespielt hat. Man muss da einfach vorhersagen, wie viele Stiche man macht. Das andere ist ein echter Klassiker schon fast, das heißt Bonanza, hat auch sehr witzige Karten. Ich darf immer bloß, wenn ich eine neue Karte kriege, von links ziehen und darf die rechts wieder weglegen. Und da sind meine Karten natürlich immer durcheinander und die einzige Möglichkeit, die ich habe, um das wieder in die richtige Ordnung zu bringen, ist mit anderen Leuten, die mitspielen, Karten zu tauschen oder zu verschenken. Und das macht wahnsinnig viel Spaß.